Hallo und herzlich willkommen hier auf Optionsstrategien TV. Heute wird gezwitschert, denn heute geht es um Twitter und ich will euch einmal heute meine Meinung sagen, warum ich niemals ungedeckte Call-Optionen auf Twitter verkaufen würde. Ihr alle kennt Twitter, der eine oder andere ist vielleicht sogar selbst bei Twitter, entweder als aktiver Zwitscherer oder als jemand, der mitliest. Und Twitter ist mittlerweile genauso bekannt wie Facebook, wie Amazon. Es ist eine der großen Internetfirmen. So, wenn man sich allerdings den langfristigen Chart dieser Aktie anschaut, dann ist das eine wahre Katastrophe. Ihr seht das hier mal eingeblendet seit dem IPO, das heißt also seit dem Börsengang hat Twitter insgesamt über 60% verloren. Es gab ja sogar Anfang des Jahres mal, also als die Börse oder als die Aktie an die Börse ging, das war im November 2011, da stieg sie dann bis Dezember sogar noch ein bisschen an. Seither hat sie deutlich über 78% verloren. Das heißt, diese Aktie ist im Grunde genommen eine totale Katastrophe. Wenn man sich die Volumen anschaut, sowohl in der Aktie als auch hier in den Optionen, ihr seht hier einen Ausschnitt aus E-Volatility, wo man das sehr schön nachvollziehen kann, dann sieht man, dass nichtsdestotrotz in dieser Aktie ein riesengroßer Handel stattfindet. Das heißt, hier werden wahnsinnig viele Aktien jeden Tag gehandelt, hier werden wahnsinnig viele Optionen gehandelt. Es ist ein sehr, sehr liquider Wert und obwohl der Preis jetzt so niedrig ist, ne, wir bewegen uns ja im Bereich um 15 Dollar nur noch, bekommt man relativ gute Prämien auf Twitter, was natürlich auch an der immer etwas höheren Volatilität liegt. Jetzt ist es natürlich so, wenn man so einen Katastrophenchart sieht, dann fragt man sich, warum sollte ich denn nicht einfach hier permanent Call-Optionen auf diese Aktie schreiben? Scheint doch eine relativ sichere Sache zu sein. Die geht ja immer nur nach unten und ein Ende dieser Abwärtsbewegung ist ja auch nicht in Sicht. Und ich sage jetzt, nein, mach das auf gar keinen Fall, denn das kann sehr, sehr, sehr gefährlich werden. Warum kann das sehr gefährlich werden? Wenn man sich die Zahlen von Twitter anschaut, also auch die fundamentalen Daten, dann ist Twitter natürlich genau wie der Chart eine Katastrophe. Die verdienen keinerlei Geld, die haben auch keine Aussicht, Geld zu verdienen und zwar aus dem ganz einfachen Grund, die haben zwar Hunderte von Millionen von Nutzern, aber die wissen nicht, wie sie diese Nutzer in Geld umwandeln können. Ne? Also die kriegen keine Werbung darin geschalten. Klar, wie willst du das auch machen in diesen kurzen Textnachrichten? Du kannst nicht so tolle Profile herauslesen, wie Facebook das machen kann. Es ist also sehr schwierig für Twitter, in irgendeiner Art und Weise Geld zu verdienen und es ist eine wahre Geldverbrennungsmaschine. Auf der anderen Seite, und das ist jetzt der Punkt, muss man mal sehen, was ist denn Twitter heutzutage? Twitter ist eigentlich überhaupt nicht mehr wegzudenken. Also auf der einen Seite, nahezu jeder Prominente auf der Welt hat einen Twitter-Account. Also selbst die mächtigsten Männer der Welt, sei es der Präsident der Vereinigten Staaten oder der von Russland, haben einen Twitter-Account. Natürlich alles, was Rang und Namen hat oder sich dafür hält, twittert. Wenn irgendwo auf der Welt was passiert, wo erfährst du es als erstes? Du erfährst es über Twitter. Das ist das, was wir als Social-Media-Plattform von Twitter wahrnehmen. Auf der anderen Seite gibt es wahnsinnig viele technische Anwendungen, die über Twitter abgewickelt werden. Das heißt also beispielsweise Überwachung von irgendwelchen Messgeräten, Überwachung von Pipelines, Überwachung von Antennen und so weiter, wo permanent irgendwelche Daten gemessen werden. All das wird über Twitter weitergeleitet. Das passiert dann unter Adressen, die wir in unserem öffentlichen Feed nie sehen, weil wir sie nie abonnieren würden. Aber Twitter ist nicht mehr wegzudenken. Und genau das ist das große oder der große Pluspunkt, den Twitter hat. Denn wenn ihr euch mal die Marktkapitalisierung von Twitter anschaut, dann ist die immer noch ambitioniert, aber auch nur noch 11 Milliarden Dollar. Das ist jetzt für euch und für mich sehr viel Geld. Das heißt, wenn wir uns alle das hier teilen, dann können wir alle viel Spaß haben. Aber insgesamt sind natürlich für ein großes Unternehmen, für eine Marke, die weltweit vertreten ist, die so viele Hunderte von Millionen Kunden hat, jeden Promi als Kunden hat, ist das natürlich nichts. Und deswegen glaube ich einfach, dass mit immer weiter fallenden Preisen, wir versuchen ja gerade so hier im Bereich 14, 15 so ein bisschen einen Boden auszubilden, ist natürlich Twitter das ideale Kaufobjekt für jede große Tech-Firma. Das heißt also, so Firmen wie Apple oder wie Facebook, wie Amazon,
Google, die Milliarden von Dollar verdienen, ne? Also das, was die im Quartal verdienen, damit können die Twitter mit einem Schlag kaufen. Und ich glaube ganz einfach, dass das über kurz oder lang passieren wird. Das heißt also, wir werden sehen, entweder Twitter findet eine Möglichkeit, endlich aus seinen vielen Nutzern Geld zu machen, dann wird diese Aktie raketenartig abgehen. Oder aber, und das halte ich momentan für das Wahrscheinlichere, sie wird von irgendeiner großen Firma übernommen. So, und jetzt stell dir vor, du hast Call-Optionen auf Twitter geschrieben. Was weiß ich, die ist bei 15, du schreibst irgendwie so ein 17er Call oder ein 18er Call, ist ja prozentual schon weit weg, ne? Denkst du, ja, zur Not rolle ich das mal irgendwie. Aber, und das ist jetzt das große Manko, stell dir vor, jetzt kommt morgen Firma XY. Such dir irgendeine aus, wir wissen das ja alle nicht. Und die sagt jetzt, ich glaube, dass das Image von Twitter einfach super zu mir reinpasst. Mir ist auch wurscht, ob die Geld verdienen. Ich kann mir das leisten. Ich möchte diese ganzen Kunden haben. Ich möchte diese weltweit extrem wichtige Firma in meinem Portfolio haben. Und dann gehen die halt nicht hin und sagen, okay, ich kaufe mal am Markt diese Firma für 15 Dollar pro Aktie, sondern dann müssen die ein Übernahmeangebot machen. Und wenn halt mal so eine Aktie von irgendwie 50, 60, 70 Milliarden Dollar auf 10 Milliarden Dollar gefallen ist, dann kannst du kein Übernahmeangebot für 11 Milliarden machen, sondern wirst du ein Übernahmeangebot machen von 15 Milliarden, 20, 25 Milliarden. Das heißt, diese Aktie kann sich über Nacht locker verdoppeln. Ja, die kann sich auch jetzt immer noch halbieren. Das heißt also keine Aufforderung, dass ihr jetzt losgeht und kauft euch jetzt euer ganzes Depot voller Twitter-Aktien. Aber das Risiko, was ihr habt, wenn ihr Call-Optionen auf Twitter schreibt und da vielleicht 50, 60 Dollar pro Trade verdient, ist viel zu groß im Hinblick darauf, dass diese Aktie absolutes Potenzial hat, sich zu verdoppeln. Aufgrund der Übernahme beispielsweise. Und deswegen, wenn ihr schon Optionen auf Twitter handelt, dann schreibt Puts. Obwohl diese Aktie so katastrophenmäßig ausschaut, aber den Put könnt ihr immer nach unten wegrollen. Ich gehe mal davon aus, dass Twitter nicht pleite gehen wird. Also gut, pleite Geld haben sie ja eh schon keins, also die verdienen ja eh kein Geld, aber dass die irgendeiner dann, wenn sie noch weiter fallen, mit jedem fallenden Preis wird sie attraktiver zum Kauf. Und deswegen könnt ihr nach unten locker immer wegrollen, das ist überhaupt kein Problem. Und nach oben werdet ihr diese Chance nicht haben, wenn die Übernahme kommt. Und deswegen hier ganz klar, schreibt lieber Puts auf diese Aktie, anstatt Calls zu schreiben. Ich bin gespannt auf eure Meinungen zu diesem Thema. Schreibt mir mal in die Kommentare, wer von euch nutzt Twitter? Was haltet ihr von Twitter? Habt ihr euch schon mal so Gedanken gemacht, ob man das eventuell so machen könnte mit dem Putschschreiben? Hat jemand schon mal Calls geschrieben und war sich des Risikos bewusst? Und was ihr sonst einfach darüber denkt? Schreibt mir das alles in die Kommentare und wir sprechen darüber. Ich sehe euch wieder im nächsten Video. Ich wünsche euch, egal ob ihr twittert oder nicht, egal was ihr handelt, viel Erfolg an der Börse. Wir sehen uns. Passt auf euer Geld auf. Servus, macht's gut. Bye, bye.